Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp von Drack. Guten Tag. Die Landeswarnzentrale hat heute die Lawinengefahr auf Vorarlbergs Bergen als besonders heikel eingestuft. Erstmals in dieser Wintersaison wurde Lawinenwarnstufe 4 von 5 ausgegeben. Die Schneedecke abseits der präparierten Pisten ist demnach so instabil, dass sich Lawinen bereits selbst lösen können. Bei Stufe 4 braucht es auch nicht viel, um eine Lawine auszulösen. Ein falscher Schwung kann schon verheerende Folgen haben. Bei Stufe 5 wird den Skigebieten empfohlen, den Betrieb einzustellen. Einen Rückfall hat ein Bregenzer erlitten, sowohl was den Alkohol angeht, als auch seine Vorliebe, auf Baukräne zu steigen. Bereits vor gut 20 Jahren sorgte er beim Bau des Kunsthauses für Aufsehen, als er mehrfach alkoholisiert auf den Kran stieg. Nachdem er dem Alkohol abgesagt hatte, kam das nicht mehr vor. Bis vor kurzem, dieses Mal stieg er aber aus Liebeskummer auf einen Baukran im Vorkloster. Ein einfühlsamer Polizist konnte ihn davon überzeugen, dass sich am Boden viel besser darüber reden lässt. High Noon auf Vorarlbergs Straßen. Der Osterreiseverkehr erreicht seinen Höhepunkt. Vor allem auf den Straßen in die Skigebiete muss etwas mehr Zeit eingeplant werden. Nach kurzer Pause am Sonntag dürfte es dann wieder am Ostermontag lebhaft werden, wenn der Rückreiseverkehr einsetzt. Und wichtige Punkte im Abstiegskampf gilt es heute für Austria Lustenau zu holen. Die Lustenauer gastieren in St. Pölten. Es ist das direkte Duell der beiden Tabellennachbarn. Schon mit einem Unentschieden könnten die Lustenauer auf Rang 7 vorrücken. Die in der Bundesliga drittplatzierten Altacher empfangen morgen Wiener Neustadt. Und in der Eishockey International League ist morgen Derby-Time. Feldkirch und Lustenau bestreiten das erste Finalmatch. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, wünsche ein schönes Wochenende und bis am Dienstag.